Hi und ganz herzlich willkommen zu meinem neuen Video. Hello there. Ich hoffe, euch geht es gut. Das habe ich jetzt sehr lange schon nicht mehr gesagt. Egal, ich war heute bei IKEA. Ja, eigentlich stimmt das gar nicht. Ich war gestern bei IKEA, aber ich war dann zu faul, mein Zimmer aufzuräumen und habe es auf heute geschoben. Wer kennt es, ne? Ich würde sagen, wir starten direkt. Und dieses Video soll eigentlich nur so zur Inspiration dienen. Falls ihr wieder einmal euer Zimmer aufräumen müsst, könnt ihr gerne mir zuschauen, wie ich das mache. Dann habt ihr vielleicht ein bisschen mehr Motivation. Zumindest hilft mir das manchmal. Ich würde sagen, wir starten mit den ganzen Kleider hier und ihr könnt mir zuschauen. Ja, das bin ich. Hi. Ja, was ich fast vergessen habe, schaltet euch gute Musik an. Hilft extrem. Ja. Und dann starten wir mal. So, ich habe jetzt das Ganze ein bisschen gesäubert, denn wer Katzen hat, der weiß, dass die Haare und dass dann die Haare überall sind. Und das musste ich jetzt schnell wegmachen. Genau. Meine Lampe, ich habe nämlich eine Lampe bei IKEA gekauft, kommt dort in die Ecke und die werden wir jetzt zusammen gemeinsam aufstellen und dann irgendwie probieren, das zu verkabeln nach hinten, aber keine Ahnung, ob ich das hinkriege oder nicht. Wir werden das zumindest versuchen. Ich habe euch jetzt schnell dorthin gestellt, damit ihr auch mich einigermaßen sehen könnt. Ihr seht ja nicht, was ich hier gerade mache. Mann, ich habe mein T-Shirt nicht falsch herum an. Da steht nur das Etikett oder was auch immer das ist, raus. Also. Die Schere bringt gar nichts. Gut. Nice. Jetzt. Ich bin absolut unbegabt in handwerklichen Sachen. Halleluja. Ich zeige euch das schnell, wie das aussieht. Ja, das ist... Weiß auch nicht was. Wir werden das herausfinden. Das ist ein Stein. Ich schätze jetzt mal, das ist das für den Boden, wo dann die Lampe raufkommt. Wenn ich jetzt nicht ganz falsch liege. Bedienungsanleitung. Ich muss die lesen. Sonst geht da gar nichts. Super. Und jetzt kann ich euch zeigen, wie das Ganze so aussieht. Und zwar so. Anscheinend muss ich das hier irgendwie zusammenstecken. Ja. Stell euch mal wieder dort oben hin. Wie schon gesagt, ich bin absolut unbegabt in allen handwerklichen Sachen. Die kann man einfach zusammendrehen. Also, das ist der unterste. Da hat das so Zeugs drin. Kann man das rausnehmen? Das muss man einfach so ineinander drehen. Thank you.
und jetzt muss man die ganze Scheiße noch hier ran machen. Gut. Und das drehen. Schätze schon, ne? So, ich bin fertig. Sollte schon klappen. Schauen wir mal, hat das noch? Nee. Da hat es noch nichts drin. Ich hoffe, dass das die richtige ist. Ja, warum nicht, ne? Kann ja nichts passieren. Wie geht die Scheiße auf? Ich weiß es nicht. So. Stimmt das so? So. Sehen wir, ob das Ganze funktioniert. Ja, funktioniert doch Hammer. Hello, people. Es sind, seit ich das letzte Mal aufgenommen habe, jetzt 3 Tage oder 4 Tage vergangen. Und ich habe nichts gemacht. Beziehungsweise, ich habe andere Sachen erledigt, die natürlich ganz wichtig waren. Ich weiß nicht, ob es euch überhaupt interessiert, solche Vlogs. Aufräumen, Gedönse, wie auch immer, schreibt mir das gerne mal in die Kommentare. So, wir haben jetzt auch schon ein paar Stunden später. Mein Schreibtisch sieht einigermaßen okay aus. Ich arbeite da gerade noch dran, denn ich muss noch ein paar Schulsachen einordnen. Deshalb ist er schon wieder im Gebrauch. Ich habe eine Aufbewahrungs-, keine Ahnung was, Dings von Ikea gekauft, habe ich aufgebaut. Und dann das Ganze hier muss ich noch machen. Die Kleider muss ich auch wieder aufräumen. Genau. Ja. Hallo. Ja, ich habe schon sehr, sehr lange jetzt nicht mehr gefilmt. Actually sind es jetzt, ja, ich weiß gar nicht, 6, 7, 8 Wochen. Und ich habe mir wirklich Gedanken gemacht, soll ich das Video hochladen oder soll ich es nicht machen? Denn ich wollte ja mein Zimmer ein bisschen umgestalten und aufräumen und dies, das, Ananas. Ich habe es dann aber abgebrochen bzw. schon wieder so nach hinten geschoben und dann fing die Schule an und bla bla bla, ja. Manchmal klappt halt nicht alles so, wie man es möchte, wenn man nicht dran bleibt. Und heute kam aber ein Paket an, denn ich habe mir Bilder bestellt. Und ich mag Bilder sehr, 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 sehr gerne. Ich finde, die machen ein Zimmer direkt etwas gemütlicher und je nachdem, was für Bilder, kann das neue Farben reinbringen, ein paar Akzente wieder aufholen. Ja, also ich würde sagen, wir packen das Ganze direkt mal aus. Also hier ist das Paket. Es ist ein bisschen sehr groß. Es ist vom Shop Unique oder so. Ich habe alles hier selbst bezahlt, nichts bekommen, also ist das hier offiziell auch keine Werbung.
Ich zeige euch nur die Bilder und kann euch auch meine Meinung sagen, falls ihr dort gerne shoppen möchtet. Ich habe mit einem Rabattcode dort geshoppt, die Bilder gekauft. War der Code von der lieben Sylvie Carson. Ich weiß nicht, ob ihr sie kennt oder nicht. Kann euch gerne hier oder hier oben ihr Kanal verlinken. Sie ist eine super YouTuberin. Ich schaue sie auch echt regelmäßig. Gut, wir packen das Ganze jetzt mal aus, würde ich sagen. So, ach, die Bilder sind schon drin. Nice. Muss man sie gar nicht mehr reintun. Ich habe hier, das Bild ist für mich. Das ist eine Tänzerin, wie man sehen kann. So, wir packen die Bilder direkt mal aus, wenn ich es auspacken kann. Also, ich habe hier ein Bild, das hoffentlich jetzt nicht zu fest spielt. Einfach zum euch schauen, wie das so ist. Man kann das Paper hier drin aussuchen und dann die Rahmen bestimmen, die man möchte. Der günstigste hier ist einfach der Kunststoffrahmen, was ich auch gemacht habe. Und die Größe kann man auch selbst wählen. Ich finde es sehr gut, dass die da schon drin kommen, also dass man es direkt an die Wand machen kann. Ja, also ihr seht die Bilder hier oben, die haben nichts drin wirklich, außer irgendwelche Sachen, die ich mal so hineingetan habe. Einfach Blätter und also ein Blatt und dann Bilder drauf gedruckt und so. Und die sollen heute ersetzt werden durch diese schönen Bilder, durch diese schönen Bilder. Durch diese schönen Bilder hier. Also so sieht das Ganze jetzt momentan noch aus. Die leeren Rahmen frei. dort kommen noch Bilder rein, die etwas persönlicher sind und diese werde ich auch nicht zeigen. Ich weiß, es ist jetzt nicht perfekt oder so mit den Abständen und alles. Aber ich finde es okay so. Vielleicht mache ich noch etwas Kleines, ein bisschen verbessern oder so. Aber ansonsten finde ich es okay. Und jetzt muss ich meine Lichterkette wieder aufhängen.